Hallo YouTube, ich bin Bini und heute geht es um Klischees in Rollenspielen und Fantasy-Büchern und Fantasy-Filmen und Fantasy-Hörbüchern und Science-Fiction-Filmen und ihr habt es verstanden. Wenn es eine Sache gibt, die ich aus den unzähligen Fantasy-Büchern gelernt habe, die ich gelesen habe, dann, dass Monarchie etwas ziemlich Großartiges ist, gäbe es nicht sowas wie Stiefbrüder und emanzipierte Frauen, denn die beiden sind immer böse und versuchen, die Welt in den Abgrund zu treiben. Warum? Na, weil sie böse sind. Abgesehen davon sind Trolle dumm und hässlich, Zwerge besoffen, Elfen arrogant und baumbesessen und Frauen, sofern sie nicht böse, böse sind, sind natürlich dumm, naiv, hilflos und immer Jungfrauen. Denn seien wir mal ehrlich, habt ihr Sex, bevor ihr 75 seid, wachsen euch überall Haare, ihr kriegt auf einmal Teenie-Probleme und fristet den Rest eures erbärmlichen Lebens als traurige Randfigur bei Teen Wolf. Ach, und dunkelhäutige Kreaturen sind natürlich böse und fies und weiße Männer Mitte 20 sind muskulös, immer irgendwelche Prinzen aus vergessenen Königreichen und sie retten logischerweise immer die Welt. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber die bestätigen ja bekanntlicherweise die Regel. Hier zu nennen sind natürlich Philipp Pullman mit der großartigen His Dark Materials-Reihe, zu Deutsch das Bernstein-Teleskop, das magische Messer und der goldene Kompass, Cornelia Funke mit der umwerfenden Tintenherz-Trilogie und logischerweise der von mir viel angepriesene Terry Pratchett, denn die drei machen etwas anderes, haben Twists in ihren Geschichten, die ich nicht vorausahnen konnte und vor allem starke weibliche Charaktere und tatsächlich sehr viel Liebe zum Detail. Gerade Terry Pratchett schafft es ja auch immer wieder in seinen Büchern, diese ganzen schrecklichen Klischees, die in der Fantasy-Welt so existieren, gut zu persiflieren. Da macht es einen Heidenspaß, sich das durchzulesen. Doch natürlich nicht nur in Filmen und in Büchern gibt es diese schrecklichen Klischees, sondern auch im Rollenspiel. Denn da wissen wir, wenn wir einen Ork sehen, müssen wir ihm mit der Pinzette das Auge auspieksen oder aber schnell wegrennen, denn ansonsten wird er auf jeden Fall seine 7 Meter langen Morgensterne auspacken und uns derbe auf die Rübe hauen. Obwohl, schauen wir uns mal einfach das Warcraft-Universum an, denn da sind Orks gar nicht dumm, sondern ziemlich schlau und nur durch einen miesen Trick böse geworden, haben sich aber freigekämpft und kämpfen nun Seite an Seite mit den anderen Mächten gegen das Böse. Das heißt, es kann funktionieren und ich würde mir wünschen, in mehreren Rollenspielrunden einfach mal zu sehen, dass die Horde an Orks, die ja an den Helden vorbeiläuft, gar nicht die Helden angreifen möchte, sondern nur freundlich nach dem Weg fragt oder einfach fragt, ob sie mal einen Taler hätten für was Gutes zu essen. Ich übrigens für meinen Teil mag es auch, das Rollenspiel ein wenig in die Realität zu führen, denn da war im Mittelalter natürlich nicht die Oberschicht gut und weise, sondern meistens ziemlich fies und korrupt und du als dreckiger Bauer hattest relativ wenig zu sagen. Natürlich gibt es auch in vielen Systemen große Fortschritte. So wird zum Beispiel in der 4. Ausgabe des DSA-Regelwerkes Homosexualität behandelt und der Archetyp Torvalische Piratin eingeführt, die einfach eine Körperkraft von 15 hat. Und in der 5. Ausgabe des Shadowrun-Regelwerkes gibt es die Nahkampfadeptin, die jedem dahergelaufenen Prollmacker ordentlich in die Eier tritt. Für mich auf jeden Fall ein Grund, in die Zukunft zu blicken und zu hoffen, dass wir bald diese ganzen schlechten Klischees hinter uns gelassen haben. Bleibt noch zu sagen, dass es natürlich manchmal Spaß macht, eben jene Klischees als solche abzufeiern, nur sollte das nicht überhand nehmen und vor allem nicht Normalität werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ich hoffe, es regt ein bisschen zur Selbstreflexion an. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald.